Grüße alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute gibt es bei mir leckere Crepes mit Kirschfüllung. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Wir brauchen für den Teig 100 Gramm zerlassener Butter, 100 Gramm Mehl, 200 Gramm Milch, Prise Salz, 3 Esslöffel Orangensaft, 2 Eier und Pecan-Vanillezucker, das sind 8 Gramm. Und für die Füllung brauchen wir ca. 2 Esslöffel Zucker, Kirschen, hier sind bei mir 340 Gramm und 1 Esslöffel Speisestärke. Fangen wir an. So, erster Schritt, tue ich erstmal das Mehl. So, Mehl habe ich durchgesiebt. Vanillezucker. Und eine Prise Salz dazu. Und alles schön mischen. So, jetzt tue ich den Orangensaft. Die Eier. Und das Milch. So einfach vorsichtig unterrühren. So, ich habe jetzt alles schön vermischt. Jetzt werde ich einfach die Butter vorsichtig nach und nach dazu rühren. Alles schön mischen. So, mein Teig ist jetzt fertig. So muss er sein. Jetzt stelle ich ihn in den Kühlschrank für circa halbe Stunde und währenddessen mache ich die Füllung fertig. Also, die Kirschen werde ich jetzt zusammen mit dem Saft in so einen Topf tun. Ich habe jetzt heute nicht so ein großes Glas Kirschen, man kann auch größere nehmen. Mir reicht heute auch die, es gibt auch größere. Ich habe hier 2 Esslöffel Zucker, man kann auch mehr, man kann auch weniger. Und circa 1 Esslöffel Speisestärke. Also wenn man ein größeres Glas Kirschen nimmt, braucht man auch 2 Esslöffel Speisestärke. Das Ganze werde ich jetzt vermischen und aufkochen lassen und dann von dem Herd nehmen. So, das ist jetzt am Köcheln, ist schon auch verdickt, ist fertig. Ich stelle es dann von dem Herd ab. Also ich werde jetzt meine Crepes jetzt auspacken. Ich habe mir so eine Pfanne genommen, habe es jetzt ein bisschen mit Öl beschmiert und werde nach und nach mit so einem Schöpflöffel sie auspacken. So, ich habe es ja schon umgedreht, so ungefähr müssen sie aussehen. Ich habe jetzt den Herd auf höchster Stufe gestellt, also sie müssen so schnell sein. Ich werde jetzt hier nach und nach alle ausbacken. So, einer fertig. So, der letzte ist jetzt auch fertig. Schalte ich alles aus. So, ich habe jetzt alles ausgebacken. Jetzt werde ich das meine Crepes oder auch normal gesagt Blinchike einfach befüllen mit Kirschen. Ich werde sie jetzt so ein bisschen drauf tun. Also ich habe das gleiche gemacht auch mit Birnen. Ich habe mir einfach so Birnen gekauft in der Dose, diese Williams-Birnen. War auch super lecker. Also ich habe jetzt meine Crepes oder Blinchike alle befüllt. Ich habe jetzt von dieser Menge Zutaten 9 Stück rausbekommen. Die Kirschen sind auch alle bei mir weggegangen. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.